Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Merkel modernisiert Deutschland. Sie führt das neue Hartz IVS ein. Im Fahrstuhl ganz unten. Fahren Sie nach oben? Nein, nach rechts. Beschreibe dein Sexleben mit zwei Worten. Mein was? Ich schmiss gestern eine Bukake-Überraschungsparty für meine Tochter. Ihr hättet ihr Gesicht sehen müssen. Ich gehe im Haus meines Kumpels zu seiner Katze. Guten Tag, darf ich sie duzen oder soll ich sie miezen? Nur noch knapp einen Monat, dann geht meine Wanduhr wieder richtig. Es lebe die Faulheit. Und, hat dir die Bank den Kredit gegeben? Nein, ich muss erst beweisen, dass ich keinen brauche. Achtung, schwarzer Humor. Wenn Biomilch Milch von glücklichen Kühen ist, was sind dann Bio-Bananen? Gepflückt von glücklichen Negern? Der Papst stirbt und kommt an die Himmelstür. Petrus begrüßt ihn und fragt nach seinem Namen. Ich bin der Papst. Papst, Papst, murmelt Petrus. Tut mir leid, ich habe niemanden mit diesem Namen in meinem Buch. Aber ich bin der Stellvertreter Gottes auf Erden. Gott hat einen Stellvertreter auf Erden? Fragte Petrus verblüfft. Komisch, hat er mir gar nichts von gesagt. Der Papst läuft krebsrot an. Ich bin das Oberhaupt der katholischen Kirche. Katholische Kirche, nie gehört. Aber warte mal einen Moment, ich frag den Chef. Er geht nach hinten in den Himmel und sagt zu Gott, du, da ist einer, der sagt, er sei dein Stellvertreter auf Erden. Er heißt Papst. Sagt dir das was? Nee, sagt Gott, kenne ich nicht. Weiß ich nichts von. Aber warte mal, ich frag Jesus. Jesus! Jesus kommt angerannt. Ja, Vater, was gibt's? Gott und Petrus erklären ihm die Situation. Moment, sagt Jesus. Ich guck mir den mal an, bin gleich zurück. 10 Minuten später ist er wieder da, tränenlachend. Ich fass es nicht. Erinnert ihr euch noch an den Fischerverein, den ich vor 2000 Jahren gegründet habe? Den gibt's ja immer noch. Wisst ihr eigentlich, wie weit ein Kind in Afrika für Wasser laufen muss? Richtig, ist mir auch scheißegal. Wie heißt ein türkischer Wirbelsturm? Erkan. Heute Morgen stand vor dem U-Bahn-Eingang ein blinder Mann, der sein Geld verschenkt hat. Er hat dabei sogar noch Gitarre gespielt. Was für ein netter Kerl. Chuck Norris kann dir so fest auf deinen Zeh treten, dass dein rechter Arm bricht. Bei der Geburt von Chuck Norris sagte der Arzt, es ist ein Mann. Sollte eine Frau während eines Streits mit dir ein Messer zücken, halte schneller einen Toast und Mayonnaise hoch. Ihre Urinstinkte werden sie dazu zwingen, dir ein Sandwich zu machen. Ich stöche Löcher in die Kondome meiner Eltern. Jemand anderes soll den Abwasch machen. Ich bin zwar nicht Steve Jobs, aber ich würde trotzdem mal gerne an deiner Eileiter. LSD-Konsumenten nehmen schneller ab. Macht Sinn. Ist ja auch ziemlich schwer, in den Kühlschrank zu kommen, wenn er gerade von einem Drachen bewacht wird. Über dem Imbisswagen stand, wenn sie nichts essen, dann verhungern wir beide. Das ist jetzt nicht gerade witzig, aber ich find's irgendwie cool. Tja, USA, Insolvenz kann man leider nicht erschießen. Pech gehabt. Jo Leute, gebt mir einen Daumen rauf, wenn ich dieses Format weiterführen soll und schreibt mir doch euren Lieblingswitz unten in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Montag.